Ein Hallo an alle zusammen. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Gold, DAX, Dow, WTI, Chartanalyse plus Elliott Wave Analyse. Zuerst einmal die Einblendungen bezüglich der Risikohinweise und Risikowarnungen. Einen kleinen Moment. Dazu kann ich nur sagen, eben ich persönlich gebe keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen ab. Meine Analysen sind nur meine Meinung zur derzeitigen Marktsituation. So, und jetzt nochmals vorweg. Also ich werde ein Formular online stellen, welches ihr dann eben ausfüllen könnt, um eben herauszufinden, was euch wirklich interessiert. Sei es jetzt das Scalping, Daytrading, Swingtrading, kurzfristige Trades, Kontogröße, meine Trades, ein Signalservice oder gleich ein Live-Trading-Room. Da eben der Meinung bin, dass alles, also ein Großteil und sehr vieles, was auf YouTube online gestellt wird, nicht für das kurzfristige Trading geeignet ist. Eher für mittelfristiges Trading. Ich persönlich mache eben auch diese längerfristigen bzw. mittelfristigen Analysen, die ich euch präsentiere, aber die dienen mir nur als Hilfsmittel für mein kurzfristiges Trading. Und es ist eben ein Problem, wie man das am besten bewerkstelligen kann, eben um euch rechtzeitig zu informieren, wann ein Trade eben interessant wird oder auch nicht, wann es interessant wird einzusteigen oder eben wieder auszusteigen. Da ich glaube, dass 70% von euch eben kurzfristige Trader sind, die scalpen oder ein Daytrading betreiben mit eher kleinen Konten, und für die ist es natürlich nicht interessant, also längerfristige Analysen zu machen. Ich mache diese Analysen selbstverständlich auch, die ich euch präsentiere. Also ich werde in Zukunft so vorgehen, ich werde euch einen Monats- bzw. Wochenchart präsentieren, anhand dem ich eine Analyse durchführe, mit Hilfe von Unterstützungen, Widerständen, Trendlinien und mit Hilfe der Elliott-Wave-Theorie. Das wäre einmal das grobe Gerüst. Dann werde ich meine kurzfristige Vorgehensweise für die nächsten 1 bis 2 Tage euch mitteilen. Das heißt natürlich, ich werde alle 3 Tage oder 2-mal die Woche ein Video online stellen. Jetzt wäre es eben wichtig von euch zu wissen, ob ich euch einen Signalservice, SMS-Service oder einen Chat zur Verfügung stellen soll, damit ihr eben kurzfristiger agieren könnt. Natürlich, ein SMS-Service würde euch Geld kosten, weil es mich ja auch ein Geld kostet. Und ein Online-Chat wäre natürlich etwas ganz Besonderes. Es geht viel schneller. Ich brauche das nur auf meinen Desktop eingeben und ihr habt das dann in der innerhalb von einer Sekunde. So, kommen wir jetzt einmal zu meinen Trades und meinen Analysen der letzten Woche betreffend Gold, Silber, DAX, Dow und WTI. Wir fangen einmal an mit Gold. Beginnen wir am Monthly- oder Monatschart. Und zwar, es gibt ja sehr viele Trader, die seit eh und je bärisch eingestellt sind bei Gold. Ich bin bullish und ich sage, dass wir uns in Welle 3 befinden. Also für alle Bären, nach der Elliott-Wave-Chart-Theorie würden wir uns jetzt in der Welle B befinden. Also hier haben wir das hoch gehabt. A, B, C.
So, ich jedenfalls bin bullisch für Gold eingestellt und sage, dass wir uns in Welle 3 befinden. Mit 1, 2 und 3. Das zeige ich euch jetzt noch am Weekly Chart. Machen wir den einmal kleiner. Also wir hatten hier das Tief im Jahr 2015, das wäre hier die 0, beziehungsweise für die Bären eben das A. Aber das lassen wir jetzt außer Acht, weil ich bin bullisch eingestellt und sage, der Markt geht nach oben. So, dann hätten wir hier die 1, die 2 und wir befinden uns, wie ich vorher gezeigt habe, in Welle 3. Die Korrektur war hier A, B, C, ein Running Flat und jetzt, wie gesagt, befinden wir uns in Welle 3. Für die Bären wäre das hier ein A, das B würde kommen und wir würden dann einen Rücklauf machen in C. Es gibt noch andere Möglichkeiten, so wie hier die Ausbildung von einem Triangel, dann hätten wir hier das A, B, C, D und E. Machen wir die Linie ein bisschen fetter, dass ihr das seht. Okay, das wäre mal grundsätzlich zum Goldmarkt zu sagen. Jetzt gehen wir weiter herunter auf den Daily Chart, den habe ich euch ja auch schon beim letzten Mal gezeigt. Auch hier haben wir das X bzw. die 0, 1, 2, 3, die 4 und jetzt die 5 bzw. 1, 2, das wäre die 3, A, B, C, wir würden korrigieren in die 4 und dann in die 5 übergehen. Wichtig wäre jetzt beim Gold zu sagen, wir gehen hinunter auf den 4-Stunden-Chart beziehungsweise gehen wir hinunter auf den 1-Stunden-Chart. Wir befinden uns momentan in einer wichtigen Widerstandszone. Also Gold hat korrigiert vom Hoch bei 1226 ABC. Das ABC wäre das gewesen für mich. Hier hat Gold versucht, wieder nach oben durchzubrechen, ist Gold nicht gelungen. Gold ist nach unten gegangen, hier war kurzfristig ein Trend aufwärts, hat diesen Trend durchbrochen und einen Rücklauf gemacht. Hier hat Gold noch einmal einen Anlauf genommen, ist hier durchgebrochen und hier ist momentan eine wichtige Widerstandszone, auf die müssen wir ganz besonders aufpassen. Das wird sich wahrscheinlich am Montag, Dienstag entscheiden, in welche Richtung wir weiterlaufen. Wenn Gold nicht durch diese Widerstandszone kommt, dann müssen wir davon ausgehen, Moment, dass Gold bis hier herunter korrigieren kann, dann wäre hier das A, das B und herunter das C, also bei 1296, wir gehen hier aus von sagen wir mal, ja, 1298, 1300 bis 1292, sagen wir. Hier ist dann eine wichtige Unterstützungszone, auf die wir dann genauer aufpassen müssen. Aber das kommt erst, das Ganze. Wir müssen jetzt einmal abwarten, was am Montag, Dienstag passiert. Wie gesagt, ich bin bei Gold bullish. Ich habe bereits am Freitag hier versucht, also ich bin hier einmal eingestiegen, dann bin ich hier wieder ausgestiegen, habe es noch einmal nach oben versucht, habe aber gesehen, aufgrund des Orderflows bzw. der Volume Letter, den Orderflow Chart und Volume Letter habe ich auf Bildschirm 2, dass da zu wenig Volumen vorhanden war und Gold korreliert ja sehr stark mit dem US-Dollar, nicht immer wichtig ist, nur in solchen Zonen, wie verhält sich auch der Dollar, wo befindet sich der Dollar,
ist der Dollar ebenfalls an einer Widerstandszone oder ist der Dollar an einer Unterstützungszone angelangt? Ich habe hier gesehen, dass Gold nicht die Kraft gehabt hat nach unten. Und zwar nehme ich jetzt auch noch den Euro-US-Dollar her. Moment, Euro-US-Dollar H1. Und zwar Gold hat auch deswegen nicht die Kraft gehabt, oben durchzustoßen, weil Gold, der Euro-US-Dollar ist an einer wichtigen Unterstützung angelangt. Und meistens ist es so, Gold reagiert sicherlich genauso wie der Euro-US-Dollar. Wenn der Euro-US-Dollar da jetzt durchbricht mit 1, 2, 3 Hackern, könnt ihr davon ausgehen, dass Gold, ich muss nicht richtig liegen, den Durchbruch hier oben nicht schafft. Und das werden wir am Montagvormittag sehen. Also Gold wird sicher zurückkommen, wenn der US-Dollar unten durchbrechen sollte. Sollte das nicht der Fall sein und der Euro wieder stark werden, nach oben gehen, dann werden wir diese Marke hier sicherlich durchbrechen. So, für euch ist jetzt wichtig am Montag bzw. am Dienstag. Der Montag kann natürlich ein Markt sein, der seitwärts geht, aber ich gehe nicht davon aus, was macht der Euro-US-Dollar? Versucht er eben nach unten hin auszubrechen oder stabilisiert er her und geht nach oben? Durchbricht diese Trendlinie. Wenn dies passiert, bin ich für Gold bullish, wird auch Gold hier oben diesen Durchbruch schaffen. Also mein Vorgehen am Montag wird folgendermaßen sein. Ich stehe jeden Tag um 4:30, 5:00, spätestens 5:30 auf. Mache ich im Normalen nicht, dass ich bereits um diese Uhrzeit mir das Gold anschaue, aber ich werde sofort den Computer anwerfen und beobachten, wie verhält sich das Gold, was haben die Asiaten gemacht, ist Gold zurückgekommen bis zu dieser Widerstandszone oder nicht. Ich jedenfalls werde versuchen, falls Gold hier herumpendelt, noch einmal den Einstieg nach oben zu machen. Es kommt natürlich darauf an, auf die Volumina, ein bisschen auf die Volatilität und auf ein paar Kleinigkeiten, nicht, auf die ich immer achte. So, Gold, macht Gold noch einmal den Anlauf und schafft es nicht, steige ich hier mit einem Verlust sofort wieder aus, mit einem minimalen, das macht nichts. Also ich brauche oft mehrere Versuche bei Gold, eben um einzusteigen, da ich immer wieder versuche, die Bushes, also die Hacker nach oben bzw. nach unten auszunutzen. Da ist mir egal, ob ich da jetzt fünfmal hintereinander einen Punkt oder eineinhalb Punkte verliere und dann 20 Punkte einstecke. Also Gewinn mache. Nicht? Also das muss man schon, das Chancen-Risiko-Verhältnis ein bisschen abschätzen. Und zwar gerade bei Gold. Gold hat eine ATR von unter einem Punkt für die letzten 5 Kerzen. Also braucht man schon ein bisschen ein Power, damit wir ein bisschen einen Gewinn machen können. So, ebenfalls werde ich einen Einstieg machen. Ist jetzt Gold zu dieser Unterstützungszone zurückgelaufen und macht eine Umkehrkerze, werde ich sofort einsteigen und darauf vertrauen oder hoffen, dass Gold dann beim nächsten Anlauf eben hier oben durchbricht. Ich sehe dann eh sofort, meistens beim nächsten Anlauf kann es sein, er macht das Ganze, das Gold macht das Ganze in einem Anzug durch und bricht da eben durch. So, wichtig ist, ich verhalte mich beim Gold ein bisschen anders wie beim anderen Trading. Da oben einzusteigen. Gold kann durchbrechen, kurz zurücksetzen und dann nach oben wegschießen oder durchbrechen mit einem Stich,
sofort zurückkommen. Also knapp den Stopp bloß unten setzen. Bei Gold halte ich eben nichts davon, wenn man hier oben einsteigt, Gold durch diese Marke durchbricht, weil man das nicht erwischen wird. Ganz einfach. Wenn ihr hier ein Beiorder hineinlegt, geht es davon aus, oder am Knopf druckt, dass ihr das Gold erst da oben erwischt, dann ist es schon zu spät. So, das war es jetzt zu Gold. Also Gold, ich bin bullish. Ich werde hier noch einmal einen Einstieg machen oder versuchen. Jetzt kommen wir noch kurz zum Euro-US-Dollar. Also das habe ich bereits erwähnt, hier ist eine wichtige Unterstützungszone. Jetzt kommt es darauf an, wird er diese Zone durchbrechen, dann kann der Markt weiter nach unten laufen. Kleiner Moment, ich mache den Chart einmal kleiner. Dann wäre das nächste Ziel diese Unterstützungslinie hier bei ungefähr 1,1268, 1,1270. Machen wir den Chart noch kleiner. Könnte auch weitergehen bis hierher. Das wäre die Marke von 1,1216. Von dem halte ich eher wenigstens. Also ich schätze, dass der Markt, wenn er weiter nach unten korrigiert, maximal diese Unterstützung anläuft bei 1,1270, also 69 noch was, und dann wieder nach oben geht. Und mir kann jetzt keiner erzählen, dass einer in, sagen wir, in den letzten 3-4 Monaten im Trading den Euro-US-Dollar erfolgreich war. Das ist ja irrsinnig kompliziert und schwierig, wie ihr seht, zu traden, ein ewiges Hin und Her. Also ich rate jeden ab momentan, also speziell denjenigen, die nicht so viel Erfahrung haben, dieses Instrument zu traden. Einmal hinauf, einmal nach unten. Wir haben einen leicht gerichteten Aufwärtstrend, sodass die Chance relativ groß ist, dass der Markt bereits hier, also den Widerstand nicht durchbricht und wieder nach oben gehen könnte. Auch rasant, wie wir hier schon einmal gesehen haben, er hat hier den Markt kurz durchstoßen. Also für alle Longs jedenfalls, falls sich der Markt hier stabilisiert, nach oben geht, diesen Downtrend bzw. diesen Trendkanal wieder nach oben verlässt, dann könnte man eventuell einen Long versuchen. Für alle Mutigen, die können bereits hier einen Long versuchen, reizt mich natürlich auch, und den Stopp los hier drunter legen, beziehungsweise wenn er diese Marke hier durchstoßt, einen Short nach unten versuchen, aber ich rate ab, das ist ein Instrument momentan, das unmöglich zu trennen ist. So, kommen wir jetzt zum DAX. Das ist der Monatschart vom DAX. Den habe ich bereits eben vor 2 und 3 Wochen präsentiert. Ich gehe davon aus, dass wir einen bärischen Markt eben haben. Ich habe hier die 1, 2, 3, 4, 5. Also noch einmal 1, 2, 3, 4, 5. Und dann hätten wir hier die 1, 2, 3, 4, 5. Die 4 ist dann noch nicht angelaufen, könnte sie hier angelaufen sein und geht nach unten. Beziehungsweise wir haben hier das A, das B und das C. So, die andere Variante für die Bullen ist folgende. Wir haben hier die 4 gehabt mit der C, A, B, C. Das Ganze ist abgeschlossen. Dann haben wir hier die 1, 2 und jetzt kommt dann
die drei für die Bullen, die bullisch eingestellt sind und sagen, der Markt geht wieder nach oben. Ich bin jedenfalls bärisch eingestellt. Schauen wir uns das Ganze jetzt nochmal. Er hat hier diese Widerstandszone nur kurz versucht zu durchstoßen, nicht einmal, ist dann gleich wieder nach unten gegangen. Hier habe ich den Weekly Chart, den ich auch eben gezeigt habe, vor 2 Wochen und habe gesagt, hier haben wir einen Hanging Man, eine Umkehrkerze, die haben wir noch nicht gehabt. Ich habe gesagt, hier kann man einen Short schon versuchen. Für alle Shorties wäre das optimal gewesen, die hätten das schön mitkassiert, wenn sie den Short eingegangen wären. Und ich kann jedenfalls nicht verstehen, dass Trader oder Leute, die Ahnung vom Trading haben, bereits hier davon ausgehen, dass der Markt dreht in einem bullischen Markt. Ich kann doch da nicht davon ausgehen. Da haben wir einen Trendkanal nach unten, einen längerfristigen Trendkanal im Weiß nach unten. Hier hat er kurz den Trendkanal durchstoßen. Er müsste zumindest hier mal rauflaufen. Dann können wir sprechen, okay. Oder hier das Tief herausnehmen, dass der Markt eventuell umkehren könnte. Da ist der Daily Chart. Noch einmal hier die 10, dann hätten wir hier die 1, 2, wir würden in die 3 übergehen, nach 4 korrigieren und nach oben gehen. Das wäre jetzt für die Bullen so gedacht. Was haben wir da? Ja, da zeige ich nochmal, das war das Hoch von 2016. Das wurde auch nicht angelaufen. Hier haben wir die Widerstandszone. Dann hat er wieder durchbrochen nach unten hin. Eine wichtige Unterstützung war die 11.000er. Die hat einen Run durchstoßen. Ich war nicht dabei. Ich wollte ihn hier oben shorten, aber ich war zu sehr mit Gold beschäftigt, weil ich ja hauptsächlich im Gold Daytrading betreibe, beziehungsweise Swing Trading. Und ich rate ab, 3-4 Instrumente zur gleichen Zeit zu handeln. Ich bin seit 1988 Trader, seit 1981, 82 handle ich mit Aktien. Das bringt nichts. Besonders Hausnummer an der Skalpe. Skalpen. Zwei, drei Instrumente zur gleichen Zeit ist unmöglich, das kann keiner. Ich kenne Profis beim Skalpen, die skalpen ein Instrument, sei es jetzt der Lax, der Dow oder ein anderes Instrument. Und Vorsicht, das sage ich gleich dazu, da komme ich noch einmal zum Gold zurück. Gold skalpen, bitte vergessen. Erstens den Spread beachten, die meisten Broker haben einen hohen Spread von 0,3 Punkte. Da muss man sich schon einen Broker suchen, der einen sehr geringen Spread hat oder in... Ja, da gibt es ein paar Broker, die kann ich beim nächsten Mal sagen. Zum Beispiel bei meinen Zolle unter 0,1 Punkte. Man muss das Ganze in Relation setzen zur ADR etc. Aber Gold skalpen tue ich persönlich auch nicht. Also ich versuche eher die kurzfristigen Swings am Tag mitzunehmen, also Daytrading betreiben, also die Hocker nach oben und unten. So, noch einmal zum DAX. So, er hat die 11.000er hier durchstoßen. Wir haben hier die nächste Unterstützungszone. Ich persönlich kann hier sagen, ich weiß nicht, was der DAX macht. Er muss zumindest zuerst einmal zurück die 11.000er nehmen. Hier können die Long-Eingestellten den ersten Long versuchen, eben nach oben, mit natürlich einem geringen Stop-Loss. Beziehungsweise ich warte hier ab, ob der Markt hier durchbrecht. Ich werde auch nicht einmal hier wahrscheinlich den Short nehmen. Long nehme ich keinen, weil ich DAX Short eingestellt bin. Was wird der Markt hier machen? Hier mal längerfristig den Trendkanal, kurzfristig, man sieht hier, kann diese Zone anlaufen, dann noch einmal zurückkommen. Und wenn er noch einmal zurückkommt und dann nach unten geht, dann werde ich den DAX shorten. So, dann gehen wir noch auf den H1. Hier sieht man das noch einmal. Hier muss der DAX durchbrechen. Hier wäre eine Gelegenheit für die Long-Trader, den DAX long zu gehen. Aber bitte vorsichtig den Stop-Loss hier unten irgendwo schon setzen, um die Verluste eben zu begrenzen. Ich persönlich mache hier überhaupt nichts.
Ich hätte auch den anderen raten, bevor der DAX nicht diese Marke bei 11.000 noch einmal nimmt und Stärke zeigt, hier auf keinen Fall im Markt einzusteigen, sondern abzuwarten, geht er jetzt nach oben, nimmt er diese Marke oder läuft er die Widerstandszone unten an. So, das war das Ganze zum DAX. Natürlich kommt es auch darauf an, wie sich die Amerikaner und der US-Markt verhält. Jetzt kommen wir jetzt zum Dow Jones. Also wie gesagt, auch für den Dow Jones bin ich bärisch eingestellt. Wir haben den Dow Jones auch schon vor 2 Wochen eben analysiert. Gehen wir mal zur Elliott Wave Theorie. Ich habe den wöchentlichen Chart offen. Wir haben hier, ich bin auf die 3 mit A, B, C. Dann wäre hier die 4. Die 4 wäre hiermit abgeschlossen und der Markt geht nach oben. Für alle, die bullisch eingestellt sind, dann hätten wir hier die 1, 2, 3, 4, 5. Beziehungsweise machen wir Running Flat oder dergleichen, hätten wir hier A, B, C würde nach unten gehen. Also jetzt einmal für die Bullen 1, er würde jetzt zurückkommen 2, 3, 4, 5. Jedenfalls Vorsicht bei den Longs. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wochen lang eine blaue bzw. grüne Kerze gehabt. Ich mache da keinen Long-Trade. Hier haben wir einen kleinen Hammer am Wochenchart. Wir müssen jetzt schauen, was diese Woche geschieht. Haben wir eine Umkehrkerze, dann setze ich darauf, dass der Markt sicherlich nach unten geht. Und schauen wir jetzt einmal kurz dann am Tageschart, am Wochenchart wäre noch zu sagen, wenn wir jetzt die Fibonacci hernehmen, die 61,8, die hat er hier genommen, schon letzte Woche, aber er zappelt hier noch immer rum, jetzt werden wir schauen, was er da macht. Daily, auch Daily Chart, hier sieht man alles blaue Kerzen. Hier hat er eine Widerstandszone durchbrochen. Hier wäre nochmals eine Widerstandszone. Hier hat er gemacht am Daily Chart Doji mit einer Umkehrkerze, Warnsignal. Hier ein Hanging Man. Also das ist ein Zeichen, dass der Markt nach unten gehen könnte. Er hat hier einen Trendkanal durchstoßen mit einem Schwung. Auch diese Widerstandszone bzw. auch diese Trendlinie. Aber meine Meinung ist jetzt, ich warte hier ab, sollte der Markt hier durchbrechen bzw. eine Umkehrkerze morgen zeigen, kann man versuchen oder werde ich versuchen, den Markt hier zu shorten. Also ich bin auf der Short-Seite, bitte für die Longs, Achtung, Achtung, der Markt ist hier schon weit gelaufen, die Amerikaner sind sehr extrem, entweder alles nach oben oder alles nach unten. Das kann sehr schnell gehen, die können mit einer Kerze bis hier nach unten fahren, an einem Tag, alles ist bei denen möglich, also abwarten. Also ich kann nur empfehlen, falls der Markt hier durchbrechen sollte, beziehungsweise am Montag eine rote Kerze ist, werde ich hier versuchen, den Markt zu shorten mit einem Stop-Loss von hier oben. Das muss man sich dann genau anschauen. Und ja, meine Meinung ist zum Dow Jones Short. Montag, Dienstag, Montagskerze abwarten. Was macht der Markt, wenn er hier durchbricht? Also hier durchkommt, werde ich versuchen, den Markt zu shorten. So, kommen wir noch zum WTI. Also das Silber habe ich diese Woche nicht so genau angeschaut, aber für das Silber gilt er im Großen und das Ganze gleich fürs Gold. Für Silber werde ich nächste Woche eine ausführliche Analyse machen. Mein Ratschlag für den WTI war vor 2 Wochen abwarten, was der Markt macht. Das sieht man hier schon, hier ist eine wichtige
Widerstandszone. Hier befindet sich die 38,2 Fibonacci. Die hat er schön angelaufen. Der Markt ist nicht durchgebrochen. Er ist wieder nach unten gegangen. Wir müssen jetzt auch schauen, was macht der Dow Jones. Was macht, geht der Dow Jones nach unten, beziehungsweise das Öl, wird auch das Öl nach unten gehen. Ich bin fürs Öl nach wie vor short. Was anderes wäre, wenn der Markt hier durchbricht. Also für die Longs, hier müsste er ein eindeutiges Zeichen setzen, dass er hier durchbricht, vielleicht einen kleinen Rücklauf macht und danach beim Rücklauf in den Markt long einsteigen. Für die Shorties, die könnten den Markt theoretisch shorten. Schauen wir mal her, was er hier machen wird, falls er hier noch einmal anläuft, diese Widerstandszone und eine Kerze nach unten setzt, kann man den Markt shorten versuchen. Also ich werde mir das Öl jetzt genauer ein bisschen beobachten auf einem eigenen Bildschirm und eventuell das Öl shorten versuchen, beziehungsweise hier einen Long Trade einzugehen, kurzfristig. So. Leute, das war's im Großen und Ganzen. Ich hoffe, es hat was gebracht. Und wie gesagt, ab 17.01. zweimal pro Woche eine Trading-Analyse, beziehungsweise werde ich dann meine Trades genau abspeichern und mit euch durchgehen, damit ihr auch meine Trades seht, beziehungsweise ich werde meine Trades dann posten auf meiner Webseite. Und ich bin auch im Überlegen, das habe ich schon im Vorspann gesagt, eben bezüglich eines Live-Trading-Rooms. Ich glaube, da hat man am meisten davon, weil es hilft nichts. Er kann da durchgehen, aber es kommt immer auf die Volumen darauf an, auf die Marktsituation etc. etc. Was macht da der Trader am besten? Nicht? Okay, dann Leute, bis zum nächsten Mal und danke.